Nun kommen wir zum Kapitel 3. Hier werde ich euch zeigen, wie man Outlook für den Computer sowie für das Smartphone installiert. Und als letztes werden wir uns anschauen, wie man Ereignisse hinzufügt oder entfernt. Los geht's! Nun sind wir hier auf meinem Smartphone und werden uns die App Outlook installieren, indem wir in den Play Store gehen. Installieren wir Outlook. Und schauen mal, was dann geschieht. Nun hat sich Outlook installiert. Wir öffnen Outlook. Und ihr werdet sehen, ihr müsst euch anmelden. Hier müsst ihr euch mit eurer ZAW-E-Mail anmelden. Indem ihr das macht, werdet ihr automatisch mit dem ZAW-Server verbunden. Ihr müsst noch das Passwort eingeben, bei mir ist das jetzt automatisch schon geschehen, da mein Passwort im System gespeichert ist. Nun habe ich hier schon meinen Posteingang und sogar einen Kalender in Outlook, den man benutzen kann. Gleichzeitig könnte man verschiedene andere Accounts hinzufügen. Kommt alles darauf an, wie man es will. Ja, das war's vom Outlook-Kalender. Dann zeige ich euch jetzt noch TimeTree. TimeTree ist ein guter Kalender. Zum Beispiel, ich verwende diesen Kalender, um ganz viele Aufgaben zu machen. Wie ihr hier sehen könnt, die Semesterarbeit kann man hier einfügen. Man geht hier hin aufs Plus, gibt hier etwas ein, kann hier eine Farbe wählen, eine Gruppe, kann alles mögliche einstellen in dieser Gruppe. Die Zeit, ein Countdown, eine Mitteilung, Wiederholungen, vorgemerkt, URLs, was auch immer. Ich finde diese App noch praktisch, aus diesem Grund verwende ich diese App. Ja, das war's von der Installation. Nun schauen wir uns noch Outlook am Computer an. Normalerweise wird Outlook direkt mit dem Microsoft heruntergeladen, wenn man die Office-Sachen herunterlädt. Aber wenn das nicht geschieht, muss man Outlook direkt herunterladen, indem man sich hier anmeldet und dann Outlook herunterlädt. Outlook ist halt ein Kalender und gleichzeitig ein Programm, das ihr schon kennt. Sehr wahrscheinlich schon von der Arbeit kennt. Hier kann man verschiedene Ereignisse oder Termine hinzufügen oder auch löschen. Alles Mögliche ist hier machbar. Und auch den Account hinzufügen, neue Accounts hinzufügen, wenn man noch weitere Konten benötigt, kann man die hinzufügen. Wichtig ist bei den Ereignissen, dass man immer auch die Daten einstellt. Und hier oben hat man sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Die kann man sich selber alle anschauen und daraus lernen. Es gibt noch ganz vieles in Outlook, das man lernen kann. Ich wollte euch kurz einfach demonstrieren, was Outlook ist und wie praktisch es sein kann. Aber wie gesagt, ich benutze den Kalender TimeTree. Den kann man hier auch nutzen, indem man sich hier anmeldet. Sieht man den Kalender auch online. So, das war's vom Video. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen und habt die drei Hauptthemen verstanden. Ich wünsche euch viel Glück im Studium. Als Neuanfänger habt ihr es bestimmt nicht leicht, aber sehr wahrscheinlich werdet ihr euch schon bald zurechtfinden. Bis dahin wünsche ich euch viel Glück und wir sehen uns bestimmt mal im Informatik-Support-Team. Ich bin raus, euer Moin.